und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute ein Experiment. Was passiert, wenn man zwei Center-Shocks in ein Glas Leitungswasser tut? Wir fangen an. Hier ist ein Center-Shock. Den machen wir auf. So. Tun den in das Wasser da. Hier ist der zweite. Machen wir wieder auf. Dann legen wir das Wasser da. Jetzt lassen wir ein bisschen aufweichen, schütteln das so ein bisschen. So. Warten. Jetzt probieren wir mal einen Schluck. Uah, ey. Wie geht das? Ist sauer. Ich hol mal einen Löffel zum Umrühren. So, jetzt wollen wir mal um. So. So, ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet und jetzt können wir das Wasser mal probieren. Wie geht das? Das ist voll sauer. Boah. Oh. Boah, sauer. Ich probiere noch mal einen Schluck. Oh, das ist sauer. So Leute, das war's dann mit dem Video. Wenn ihr das auch machen wollt, braucht ihr zwei Center Shocks und Leitungswasser. Und dann einfach beide Center Shocks in Wasser tun, einen Löffel oder eine Gabel oder ein Messer nehmen, umrühren in Glas und dann eine halbe Stunde warten. Dann habt ihr auch sowas. Okay, tschüss!